Green Hell geht in die nächste Runde. Willkommen zurück, liebe Leute. Wir befinden uns weiterhin auf dieser wunderschönen Insel hier. Und das Ziel für diese Folge ist es, zurückzufinden. Und zu schauen, dass wir ohne Probleme hier wieder wegkommen. Jetzt hauen wir uns erstmal hin. Hoffen, dass wir nicht gefressen werden in der Nacht. 3:30 Uhr, das ist okay. Und dann müssen wir Richtung Nordwesten hier raus. Bisschen was essen, was brauchen wir denn? Proteins, da gibt man ein paar Fette. Gewichtsmäßig ist schon recht viel. Wir hauen mal raus, was wir tatsächlich jetzt gerade hier nicht brauchen. Da haben wir... Das sehe ich doch da. Spoil, das können wir schon mal zerstören. Monster Energy, 12 Stunden, das heben wir uns mal auf. So, Nordwest, wir gehen mal da rüber. Und vorher schauen wir, weil hier drüben sind noch ein paar Kokosnüsse. Dass wir uns das gönnen und nicht noch mehr mitschleppen. Weil wir sonst zu viel Energie verbrauchen. Wir haben einen kleinen Marsch vor uns. Und dann werden wir schon sehen, wie wir hier rauskommen. Los geht's. Die Sonne geht demnächst auf. Das ist also völlig in Ordnung, aber jetzt ist es auch nicht wirklich dunkel. Wir folgen mal dem Fluss hier. Das müsste ja dann hier so sein. Warte mal, wir waren bei 35 hier unten. Ist gut, ist gut. Ich bin doch noch auf der Durchreise. Wir nehmen mal hier noch ein paar von mit. Denn das wird sich jetzt schnell verbrauchen, die Energie. Fast 50 Kilo dabei. Da sind wir dabei. Boah, jetzt wird's richtig fies dunkel. Oh, Leute. So, der Fluss ist unser bester Freund jetzt gerade. Ich glaube, der führt uns hier nämlich raus. Ansonsten haben wir immer noch die Karte und können schauen, wo wir grob sind. Die Sonne darf schon mal schön aufgehen. Und wenn wir dann erstmal zurück sind... Okay, hier war ich auf jeden Fall. Hier ist ein Tier gestorben, hier war ich schon. Und wenn wir dann zurück sind, bauen wir natürlich schön an der Base weiter und dann geht es darum, möglichst lang zu überleben. Dieses Erkunden hier und irgendwas finden... habe ich jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt mir weiterhin viel bringt. Ich glaube, Nordwesten wäre fast ein bisschen besser. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Jetzt ist halt die Frage, wir gehen mal hier rüber. Ist das ein Höhleneingang gewesen oder war da direkt diesen Ameisenhügel? Direkt die Brücke? Ist das da vielleicht? Ist das da vielleicht? Sieht ganz gut aus, oder? Hallo, morgen. Oh, er hat jetzt nichts mehr gesagt. Er ist wirklich sehr genervt. Kennt ihr das, wenn Leute so richtig genervt sind und ihr merkt das so? So am Blick, wenn die sich nicht halten können? Und diese so... Und ich so, okay. Aber häufig ist es so, wenn du sie dann drauf ansprichst, ist so, nee, ist alles okay. So, dann bloß nicht ehrlich sein.
Leute, hier ist die Brücke. Wir haben es fast geschafft. Nur noch 70 Kilometer. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier und müssen erstmal straight Richtung Westen. Aber ich meine, hier wird es ja jetzt schon ein paar Punkte geben, die ich kenne und mit denen ich was anfangen kann. Und dann sind wir bald wieder zu Hause. Können unsere Hausschuhe anziehen. Eine Kaffeetasse machen. Und dann setzen wir uns gemütlich vor den Fernseher. Und schauen zum 100. Mal irgendetwas, was wir schon längst kennen. Weil es einfach nichts Neues Gutes gibt. So, jetzt ist es Zeit für Monster Energy, denn hier gibt's neue. Ach nee, das ist unbekannt. Hier gibt's neue, lieber nicht. Aber hier. Oh, hier ist aber viel los. Was wiegt denn der Käse? Na ja, gut. Hier Nüsse, 1 Kilo. So, das ist die eine Höhle, müsste sie zumindest sein, die markiert ist. Wir können noch mal eben schauen. Falsches Dings. Genau, das ist die Höhle hier, da ist der Aufzug. Das heißt, jetzt können wir West, Südwest, ich überlege gerade, ja doch, das passt. Sehr schön, Leute. Das macht mich sehr glücklich, dass wir jetzt wieder zurückgefunden haben. Denn es war schon weit weg. War schön, dass wir das gesehen haben. Aber nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Also zu Hause in den eigenen vier Wänden natürlich. Schlange, Schlange. So, die Maden nehmen wir mal noch mit hier. Knochen haben wir vorerst genug. Jetzt müssten wir gleich in ein Gebiet kommen, das wir auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Schlange. Ich bin so froh, dass die Schlangen sich nicht bewegen, ne, von der Stelle. Das wäre wirklich nochmal der absolute Albtraum. Das könnten die tatsächlich implementieren in den Hardcore-Modus hier wirklich. Es gibt ja grüne Hölle, heißt das, glaube ich. Das ist wohl der schwierigste Modus. Mach da mal schön Schlangen, die sich bewegen. Wo du wirklich drauf achten musst. Da kann man ja dann fairer halber sagen, man hört sie dann schon ein bisschen besser, aber... Nee. So, jetzt gucken wir mal, wo wir uns hier befinden. Das müssten wir doch grob kennen. So, hier haben wir schon mal Wasser. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Wasserfall. Da. Richtung... Warte mal, wir sind schon direkt hier? Er muss kurz Monster Energy sich reinziehen.
Richtung Süden. Ich muss hier hoch, dann sind wir schon durch. Oh, er wird es schwierig haben. Schwer haben. Nein! Wird er es schaffen, die letzten Meter? Ist das schon die Stelle, wo es hier hochgeht, wo ich die Kokosnuss platziert habe, die Schalen? Ja. Das sieht. Tut mir leid, Schlange. Ich will nicht Schlange stehen. Leute, hier sind wir genau richtig. Da sind die Kokosnussschalen. Wir haben es geschafft. Energiemäßig sollte er das auch packen. Dann haben wir jetzt ordentlich Vorräte. Wahrscheinlich Zeug, was ich niemals anfassen werde, weil ich ja natürlich noch Sachen bauen werde, die mir so helfen. Anbauen und so weiter. Aber jetzt haben wir einen Großteil dieser Map erkundet. Ob der Aufzug funktioniert oder nicht, ist am Ende, glaube ich, nicht so wichtig. Also auch mit dem Wurfhaken und so. Mir geht es hier in erster Linie darum, zu überleben. Es gibt wohl noch ein Waffenregal, habe ich gelesen. Schauen wir mal. Und ob der Wurfhaken wirklich da liegt, wo er sein angeblich ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob der Überlebensmodus hier anders Sachen platziert hat oder nicht. Keine Ahnung, ich bin da völlig überfragt. Ich habe das einmal im Story-Modus gespielt und da war es schon relativ geführt, was das alles anging. Da hat man dann halt Sachen gefunden und dann, ah ja, das brauche ich dafür und so weiter, wie man es halt kennt. Aber dadurch, dass man hier nicht wirklich dieses Ziel hat, irgendwo hinzukommen, könnte man sich im Grunde auch einfach nur hier aufhalten. Da gehen einem dann natürlich ein paar Rezepte flöten, aber das ist am Ende nicht so schlimm. Leute, kennt ihr das noch? Hier, wo mein Klingelschild hängt und die Nachbarn ständig über den Zaun lunzen, weil sie wissen möchten, ob man neue Schuhe hat. Genau hier wohnen wir. Es hat nicht geregnet in der Zeit. Wir hauen uns hin, Leute. Yes, ein voller Erfolg. Wir haben es geschafft. Jetzt habe ich keine Sorgen mehr. Leider wachen wir jetzt erst auf, wenn es dunkel ist, aber gut, müssen wir mitleben. Und wir speichern. Und wir freuen uns. So, wir haben ein bisschen davon mitgenommen. Kinder, ich habe euch Geschenke mitgebracht. Danke, Vater. Oh ja, ein Jojo. Jojo? So, wir brauchen ein paar Dings. Was haben wir denn jetzt an uns? Zeig mal her. Das ist doch auch schon verdorben. Ah, nee, das ist getrocknet. Das nehme ich jetzt mal. Und hier ist es jetzt verdorben. Sehr merkwürdig. Das ist auf jeden Fall ein Bug. Weil hier steht noch getrocknet. Wenn ich das nehme... Das ist in Ordnung. Sehr merkwürdig. Kann ich das direkt hier essen? Ich glaube, ich darf es nicht nehmen, ne? Ich muss es direkt hiervon essen, dann findet das so nicht statt. Aber Leute, schaut mal hier. Wir haben allerhand Zeug. Einiges davon muss ich jetzt gleich essen. Weil sonst verdirbt es. Und ja, ich habe das schon mal gefragt, aber so eine schöne Fackel wäre gar nicht verkehrt. Wasserfilter, Lehmziegelstein, Kohle, Stein, großer Stein, Bambusstock. Haben wir doch eigentlich alles da, oder? Es ist halt die Frage, wie viel Sinn macht das, das irgendwo hinzustellen. Ich vermute mal, da muss ich ganz viel nachkippen. Das machen wir jetzt erstmal so. Haben wir hier ein bisschen was? Auch leer, ja. Ja. Jetzt merke ich langsam, was ich vorher angezweifelt habe. Von wegen... Ach, warte mal, was haben wir denn hier? Oh, ja. Damit können wir uns was Schönes basteln. Getrocknete Blume. Hau die mal raus, komm. Tabakblüten. Ja, auch das, ne? Ich muss das alles gießen hier, Leute. Das ist ja jetzt wirklich... Allerletzte Eisenbahn. Ich war lange weg. Ich habe mich nicht um meine Kinder gekümmert.
Also, zuerst versorgen wir den Wasserfilter, denn der versorgt uns. Unsicher. Let's go. Hälfte ist drin. So sieht's gut aus. So ein Schlauchsystem wäre gar nicht schlecht, finde ich. Wenn man sich irgendwie was bauen könnte, dass man so einen Schlauch hat. Was genau? Keine Ahnung, aber da kommt schon irgendjemand drauf. So, was machen die Tabakblüten hier drüben? Oh, 15. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja gut, das ist jetzt komplett gleich durch hier, ne? 15 hier ebenfalls nochmal. Wir holen mehr. Kein Regen in Sicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich selbst darum kümmern. Gut, dass ich diese Tonflaschen hier hergestellt habe, weil 100 Wasser ist schon nicht verkehrt. Sehr schön. Null. Das ist jetzt durch, ne? Oh, 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 da muss ich mich ein bisschen beeilen. So ungefähr. So beeile ich mich. Denn ansonsten ist mein Garten dahin. Das möchten wir natürlich nicht. Hier haben wir noch 30 weiterhin. Da ist gar nichts mehr drin. Machen wir nochmal eben. Dann haben wir das schon mal versorgt. Wir brauchen immer noch den Frosch und müssen diese Pfeile herstellen. Alle sind versorgt, sehr schön. Ja, irgendwie so eine Fackel, die dann halt irgendwie hier unten, so eine Standfackel, die dann eben das alles so ein bisschen mit Licht versorgt. Ich glaube aber fast, dass es das nicht gibt. Was sehr schade ist. So, das hauen wir mal zurück. Sehr schön, die Dinger brauchen wir im Grunde gar nicht mehr. Die nehmen nur Platz ein. Hier haben wir noch Harz. Maden haben wir hier noch. Das passt soweit. Wir haben Schmerzmittel. Schauen wir mal bei der Kohle. Was ist das hier? Ameisen. Oh, hier kann man die richtig schön stacken. Das ist ja absolut praktisch. Ja, doch nicht. Nehme ich zurück. Genau das Zeug kann hier... Nimm das mal alles, denn das kann jetzt erstmal weg. So, und da hauen wir rauf. Dosen. Können die mit drauf? Ah, schade. Das hauen wir da unten hin. 1, 2. Wir hatten irgendwo schon Schmerzmittel. Ah, die habe ich hier oben genommen, genau. Das heißt, das hauen wir da jetzt wieder rein, für den Fall, dass wir wirklich schlimm krank werden. Und hier oben müssten wir noch Snacks haben, aber das sind Chips. Das ist nicht das gleiche, die vertragen sich nicht. Was haben wir hier? 13 Stunden, 6 Stunden, 2 Tage, 11 Stunden, 13, okay. Ja, ich werde nicht drum herum kommen, noch eine Kiste zu bauen oder so ein Regal, was ich tatsächlich jetzt ziemlich praktisch finde, weil man das so gut stacken kann. Dann haben wir das nämlich so und dann können wir hier, machen wir mal die Nüsse, oder? Ach, ja. Also, das dürfte ruhig passen. Aber gut, machen wir es so. Beschweren wir uns nicht. Und dann ist das doch schon mal gar nicht so verkehrt. Was kommt als nächstes? Als nächstes, und auch hier hat es leider nicht geregnet. Schauen wir erstmal, die ist leer. Jetzt haben wir 25, gut. Gib mal her hier den Käse. Machen wir ein paar Lehmziegelsteine. Dann schauen wir mal, dass wir den hier herstellen.
Zack. Benutzen. Sehr schön. Was sagt denn die Uhrzeit eigentlich? Oh, kurz vor Mitternacht. Gleich endet Wetten, dass... Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um 300 Stunden. So. 8. Das ist aber ein teures Hobby. Lang. Ja, Leute, läuft doch. Es hat nur 3 Fehler. Was ist das denn hier? Na? Was passiert hier? So, 2 davon. Direkt um die Ecke. Ah, wie gut das ist. Und einer noch. Kohle. 6-mal Kohle. Hallo. Haben wir so viel? Ja, ich denke schon. 3, 4, 5, 6. Steine, die habe ich nun wirklich nicht. Haben wir hier noch einen Stein drin? Einen haben wir. Ansonsten bin ich eher steinlos. Da drüben. Oder? Doch da. Sammeln. Sehr schön. Warte mal, da war noch was. Doch, da ist noch was. Da. Und dann müssen wir schauen, dass wir ein bisschen mehr in die Breite bauen, weil ansonsten alles direkt aufeinander liegt. Also beim Aufzug hinten hin vielleicht. Möglicherweise das Regal umstellen, wobei das geht ja glaube ich nicht. Ne? Ich muss es kaputt machen und ein neues bauen. Vielleicht direkt hier ran, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Jetzt bauen wir das Ding hier erstmal fertig und dann schaue ich mal, wie das funktioniert. Na klar. Großer Stein, wie konnte ich das vergessen? Dann ein Frosch, alles gut soweit. Keine Feinde, keine Gesänge. Ein bisschen Red Bull, nehmen wir mal mit. Nee, warte mal. Doch, das ist Red Bull. Hallo? Da! Kann er mehr als einen großen Stein mitnehmen? Leider nicht. Gut, dann muss es eben so klappen. Toll. Das ist schon toll. Und dann natürlich, um das Projekt nochmal ein bisschen in die Länge zu ziehen, kann man wirklich schauen, ob man das hier alles nochmal aus Bambus baut. Das sollte ich mir dann aber vielleicht schon vorher überlegen und nicht erst, wenn alles fertig ist, weil ich muss alles abreißen. Das finde ich zum Beispiel bei einem Icarus sehr cool, dass man dann einfach bestehende Wände und Fußböden upgraden kann. Auf ein anderes Material. Das mag nicht realistisch sein, aber das ist sehr bequem, wenn man eben so wie ich jetzt das einfach nur so zum Bauen und so spielt. Dann wird einem das so ein bisschen leichter gemacht. Anstatt alles abzureißen und dann neu zu bauen, geht natürlich, aber
so rein von der Bequemlichkeit her, als Spieler, in der Welt, in der der Charakter ist, ist es natürlich nicht bequem. So, ein großer Stein noch und dann haben wir das. Fehlt uns was? Nö. Es mangelt uns an nichts. Ich glaube, hier hatten wir noch einen irgendwo. Ja, aber die Vorstellung, so wirklich Monate, vielleicht sogar Jahre lang allein in so einem Dschungel zu sein. Man muss überleben. Man weiß nicht, ob man gerettet wird. Man wird dann gerettet. Und wie es dann sein muss, so einem Menschen gegenüberzustehen, der das nicht erlebt hat, der das nicht weiß, der halt so wie wir eben ein Dach über dem Kopf hat und einfach nur den Wasserhahn aufdrehen muss und dann kommt Wasser raus und so. Das muss so merkwürdig sein. Man muss so krass ein anderes Denken haben, wenn man das einmal erlebt hat. Und man muss so viele Dinge plötzlich zu schätzen wissen, die man vorher einfach so als selbstverständlich gesehen hat. Und ich glaube, man wird richtig wütend auf Menschen, die dann so undankbar sind und alles so einfach so hinnehmen. So, was wollen Sie denn jetzt hier von mir haben? Also. Was ist das? Hier kommt das fertige Wasser raus, nehme ich mal an. Und das wird durch die Steine hier gefiltert, sehe ich das richtig? Oh, wir haben das Ding dabei. Ich muss es probieren. Hier haben wir sauberes Wasser, hier ist nur 50 drin. Passiert das schon? Tatsächlich, okay. Also durch Steine und Kohle. Ja, cool. Sehr cool. Haben wir den Wasserfilter? Also wir haben jetzt erstmal, was das angeht, sind wir jetzt vorerst versorgt. Komm, wir hauen das voll, dann haben wir ausreichend da. Ich hoffe, das untere Auffangbecken ist genauso groß wie das obere. Ja, aber das sieht gut aus. Ach, super. Und das hier ist sauber und das könnte ich dann jetzt hier einfügen. Cool, gefällt mir sehr gut. Das hätten wir. Und eigentlich müsste das ja auch funktionieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn es regnet, dass das sowohl das hier auffüllt, als auch das hier und das dann durchgeht, obwohl es schon sauber ist. Aber jetzt mal rein von der Auffangfläche her. Aber schauen wir mal, wenn es hier irgendwann nochmal regnen sollte, sage ich euch Bescheid, dann gucken wir. Das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? Wenn das dann die ganze Zeit, ich glaube der Wasserfilter, da wird auch kein Regenwasser reinkommen. Aber na gut. So, wir haben ein bisschen, ah, das sieht doch toll aus hier, schaut mal hier. Was ist das? Cocktail Sausage. Und hier unten haben wir Thunfisch. Die Schmerzmittel, ein paar Chips und hier haben wir Orangensaft. Keine Ahnung, ob ich das jemals verwenden werde, ehrlich gesagt. Ich finde es ganz schön. Ich mag das auch im echten Leben, wenn man so ein Regal hat und da das wie in so einem Laden so aussieht. Man hat so ein bisschen was auf Vorrat. Ein bisschen, nicht so super viel. So ein bisschen. So, dass man sagt, so, na, mal ein bisschen hier. Cornetto. Obwohl Cornetto ist vielleicht nicht verkehrt für so ein Regal. Ja, und hier habe ich mein Eis gelagert. So Leute, jetzt wird es langsam hell. Wir haben Energie, müssen trotzdem schauen, dass wir irgendwann dann mal schlafen. Aber jetzt im Moment ist alles soweit okay. So, wir besorgen ein paar Holzscheite, damit wir hier die Palisade weiterbauen können. Damit wir wenigstens das Ding fertigstellen können. So,
4 brauchen wir noch. Ne? 1, 2, 3, 4. Haben wir 2 lange, sehr gut. So, hau mal rein. 1, 2, den nehmen wir uns auch mit. Hier ist noch ein guter Baum. Dann haben wir das fertig. Können wir natürlich aus Bambus machen, aber ich sehe, glaube ich, eher, dass ich das hier dann zu Bambus mache und dann sieht das ein bisschen schöner aus. So, das ist doch schon mal ganz schön. Bin ja begeistert, wie gut das ging, mich hier so zu versorgen mit allen möglichen Krempel. Wie, da kommt kein Bling. Okay, schade. Ja. Lehmdusche. 8 Lehmziegelsteine. Warte mal, ist die so hoch? Oh, tatsächlich. Gut, ich dachte irgendwie, dass da sehr viel gleich wie so ein kleines Hochbeet. Aber nee, es ist tatsächlich eine Dusche. Schlingfalle. Angelfalle. Kleiner Stockseil, langer Stock Holzscheit. Ja, ich finde diese Fischfalle ist schon super. Also so viel brauche ich auch irgendwie gar nicht. Tierpferch ist natürlich die nächste Überlegung. Bienenstock. Ich meine, wir haben entweder an dem Baum hier immer Honig oder an dem da drüben. Das heißt, auch da ist die Notwendigkeit nicht so unbedingt da. Lagerkiste. Großer Lagerkorb. Bräuchten wir vielleicht noch einen? Alter Stock. Regal. 10 langer Stock, 3 Feuerbrett. Hängeregal. Was haben wir hier? Das ist diese Feuerdingsbums. Töpfertisch, Lehmmischer, Lehmschmiede. Boschfalle, die haben wir bereits. Wasserfilter, Wassersammler ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Was haben wir denn hier noch? Wand mit Türdurchgang. Türleiter. Kletterstelle. Wand. Langer Bambusstock, da müssen wir nochmal los. 3 Bambusscheit, 6 Seil. Dass wir das Ding hier wegmachen und das aus Bambus machen vielleicht? Ansonsten fände ich es an sich... Ne, wisst ihr was, das hauen wir hier hin. Wohl, warte mal. Ja, das Lehmzeug ist natürlich praktischer, sieht aber nicht so cool aus, ne? Jetzt sagen wir, wie es ist. 4 von den Dingen. Haben wir da die langen mitgenommen? Wir haben genau 3. Schade. Ja, ich glaube, das sieht schon ein bisschen cooler aus. Hau die mal dahin. Dann ziehen wir nochmal los. Ja, und den Frosch muss ich ja dann tatsächlich auch so anfassen, was dann auch wieder heißt, dass ich... Könnten wir einmal Schmerzmittel... Wir gucken mal. Jetzt holen wir erstmal ein bisschen Bambus, das ist nicht weit weg. Fort mit dir! Also wir machen es genauso wie da, nur dass wir den Schlitten komplett vollhauen.
mit allem Möglichen, was es an Bambus gibt. Wir haben keinen weiten Weg vor uns. Und dann bauen wir da so ein paar Wände. Weil das Gerüst, das finde ich nicht schlimm, das darf ruhig so aussehen. Aber so die Wände mit dem Lehm, das ist halt nicht sonderlich schön. Ne? Ich glaube, das mit Bambus wird ein bisschen netter aussehen. Muss mir natürlich frühzeitig überlegen, wie ich es mache, aber oben die Wände kann ich ja jederzeit raushauen. Das hat ja mit dem Gerüst da nicht so viel zu tun. Das heißt, da bin ich nicht abhängig da irgendwie von der Statik oder irgendwas. Auch wenn das hier, glaube ich, überhaupt gar nicht existiert. Ich frage mich, ob diese ganzen Konserven und so respawnen in den Camps, die das so implementiert haben. Nüsse, es ist also alles soweit ganz gut, auch energiemäßig. Jetzt ist die Überlegung, schnappen wir uns gleich so einen Frosch. Dann werden wir krank, ist nicht schlimm, wir können uns dann vor Ort versorgen. Oder lassen wir es machen, das einzeln ohne Schlitten. Eieiei. Knappe Kiste. Sehr knapp. Da sieht man, wenn man nicht direkt den Kopf trifft, dann ist man fast verloren. Ne? Da muss man wirklich drauf hoffen, dass man viel Ausdauer hat und dann nochmal den Bogen spannen kann. Gut, dass ich den gerade gehört habe, ey. So. Ist hier noch einer? Nee. So. Miep. Genau, das nehmen wir mal mit. Zwei. Oh, ah hier. So, 9 können wir davon mitnehmen. Und hier kommen die langen bei raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lang. 3, 4. Da 30 können wir von mitnehmen. Die hier ebenfalls noch. Ja, mach das mal. Die Axt reicht noch. Ich glaube, maximal 2 kriegen wir noch rein. Oh, 3 natürlich. So. So, knapp die Hälfte haben wir schon. Das ist alles? Ah, hier. Sehr schön. Ach, wie gut das ist. Ohne gestört zu werden. Alle Jaguare sind tot. Wir haben uns gekümmert. Aber hier auf jeden Fall
bisher die meisten Treffer für Jaguare. Also nicht Treffer im Sinne von getroffen, sondern Begegnungen. Ja, komm, das füllen wir jetzt ganz auf. Wenn wir da tatsächlich ein paar Wände bauen möchten, dann sollten wir jetzt die Vorräte mitnehmen. Ich meine, wie gesagt, der Weg ist nicht super weit. Ich finde, das ist immer ein ganz netter Spaziergang hier rüber. Das, wieso? Hallo? Die haben wir schon voll. So, letzte Tour. Tour de Bambus. Wie viel haben wir? 4, genau. Das ist es, was wir noch tragen können. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Energie. Wir schauen mal noch mal kurz beim Camp vorbei. Vielleicht respawnen die Dinge, ja. Das ist voll, sehr schön. Dann schauen wir uns da noch mal kurz um, würde ich sagen. Ach, schaut mal, wie schön das aussieht. Das wäre halt auch cool, wenn man sich so ein Fass mitnehmen könnte. Entweder zum Lagern oder irgendwie als Feuertonne oder so. Das bietet sich ja wohl sehr an. Denn wie gesagt, so ein Licht fehlt irgendwie noch. Und das kann ja eine Flamme sein. Das muss ich, muss hier jetzt nicht unbedingt irgendwelche Elektronikteile finden oder sowas. Einfach eine Flamme, die halt wirklich sehr, sehr lang brennt und das Camp nachts so ein bisschen beleuchtet. Das fehlt mir noch. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, na, könnte man noch machen. Halt immer Sorge, hier irgendwas zu übersehen. Man muss halt wirklich direkt hingehen. Entweder, dass er dann das Rezept dafür aufschreibt. Ich glaube aber fast, hier ist nichts weiter. So gut. Direkt schließen, bevor er offen ist. Nee, also hier respawnt nichts, zumindest nicht innerhalb dieser Zeit. Hier haben wir auch nichts weiter. Oh, vielleicht doch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da nicht schon dran war. Sehr schön. Es geht zurück. Schmutzigen Händen gehen wir zurück. Wir haben alles, was wir brauchen. Das Gewicht vom Bambus scheint keine Auswirkung auf unsere Geschwindigkeit zu haben, was ja schon mal sehr gut ist. Wir können sogar rennen. Oh, ein blauer Frosch. Nee, wir lassen's. Wir lassen's. Die Priorität muss jetzt beim Bambus liegen. Und wir haben auch noch gar keine Pfeile für das Blasrohr.
Ah, doch. Ich hoffe wirklich, dass sie dazu kommen, einen zweiten Teil zu machen. Und ich finde nicht mal, dass das das gleiche Setting sein müsste. Die werden sich da schon irgendwas einfallen lassen. Aber so das Grundkonzept des Überlebens machen die schon sehr gut. Und wenn die das irgendwie... Ey, lass das ganz woanders sein. Von mir aus kann das im Schnee sein. Wobei ich finde, dieses Überleben im Schnee und so ist auch so ein bisschen durch. Ich finde, das ist hier eine ganz nette Abwechslung, dass es halt in so einem Dschungel ist. Aber die könnten es gern erweitern, dass man irgendwie halt in einem Kriegsgebiet ist oder so und man versteckt sich irgendwie oder verläuft sich oder, weiß ich nicht, ein Flugzeug stürzt ab, in dem man ist und man landet irgendwo mitten im Dschungel oder sowas. Und dass es dann aber da vielleicht sowas wie ein Gewehr gibt oder so, ja, so richtige Waffen und man sich damit zur Wehr setzen kann oder jagen gehen kann. So, dass das Ganze ein bisschen umfangreicher ist von den Möglichkeiten zu jagen oder eben zu überleben. Und ab und zu trifft man dann eben auf, weil man im Feindgebiet gelandet ist, irgendwie auf andere Soldaten oder so. Aber nicht so übertrieben. Das soll kein Medal of Honor werden, sondern so wie hier mit den Ureinwohnern, dass man halt so ein bisschen immer die Sorge haben muss, dass da irgendwie einer ist. Im Grunde ist man nicht direkt in deren Laufgebiet, weil man ja mitten in einem Wald ist oder so. Aber die Möglichkeit besteht. So richtig mit Stealth-Kills und so irgendwie, dass man deren Camps überfallen kann und die haben dann da eben Konserven und sowas. Das wäre schon ganz nett. Nee, warte mal, eins reicht, ne? Ein langer Bambusstock, dann haben wir es. Dann haben wir hier eine schöne Bambuswand. Macht natürlich ein bisschen mehr her wegen der Farbe und so, aber gut, das ist ja jetzt... Dann wollen wir das da oben noch machen, weil das ist das, was wir immer zuerst sehen. Auf Wiedersehen. Machen wir das hier genau nochmal so. Das können wir sogar vom Boden aus machen. Eins, zwei, drei. Du bist nicht thirsty. Ah, ganz oben, schade. So, Seil. Da fehlen uns welche. Eins nämlich. Gucken wir mal kurz, bevor er hier jetzt verdurstet. Na, warte mal. Wir waschen uns erstmal. Können wir hier direkt draus trinken? 40... Fantastisch. So, ein paar Seile für uns und dann können wir da wenigstens die Wand noch fertigstellen. Na, hier. Sehr gut. Was sagt denn die Uhrzeit eigentlich? Ja, perfekt. Bis unsere Energie aufgebraucht ist, wird es allmählich dunkel und dann können wir hier... können wir hier schlafen gehen. Und dann passt das vielleicht wieder... Was brauchen wir denn jetzt? Doch, nicht richtig in Erinnerung. Okay. Dreimal Bambus. Komm, 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 komm. Sei stark. Zwei. Drei.
Nein! Wisst ihr, was ich meine? Das macht einfach ein bisschen mehr her. Ich denke, die obere Plattform sollte ich ebenfalls so bauen. Ihr merkt schon, nachher ist einfach alles aus Bambus. Sagen wir, wie es ist. Das ist jetzt, bis auf die Gerüste, wobei das auch natürlich... Egal. Wir gucken mal. Ich muss natürlich jetzt mir überlegen, wie ich es mache, weil nachher, wenn ich noch höher bauen möchte, wird es schwierig, das hier dann abzureißen. Ich glaube sogar, hier kann ich gar nicht weiterbauen. Nee, das lassen wir jetzt auch mal als Außenwand stehen. Ja, ich überlege es mir. Also wenn ich dieses Ding tatsächlich aus Bambus bauen möchte, muss ich mich jetzt entscheiden. Das dauert zwar ein bisschen und ich muss sehen, dass ich vorher genug Bambus hole, damit das dann mit einem Mal gemacht wird. Und dann fangen wir halt mit dem Ding hier hinten an. Erstmal Gerüst, Boden, dann machen wir da das Bett wieder hin, damit wir da safe sind. Und dann diese Seite hier und dann können wir immer weiterbauen. Und das gilt im Grunde nur für den Rahmen. Also ob ich den halt auch aus Bambus haben möchte oder nicht. Wahrscheinlich ist es fürs Spiel völlig egal. Aber das Auge spielt mit. Wir werden sehen. Liebe Leute, das soll es gewesen sein. Wir haben es zurück nach Hause geschafft. Wir haben schön Bambus besorgt und beim nächsten Mal bauen wir weiter. Aber das sieht schon schöner aus. Sind wir ehrlich. Das ist schon ziemlich hässlich. Das ist so versehentlich Airbnb falsch gebucht auf Madeira irgendwie. Und dann bist du in so einer Grotte. Wir machen es schön beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.